zu Hause sitzen hinter den Fensterscheiben und Rollläden. Ja, herzlich willkommen aus Penig. Ich begrüße euch heute hier am 5. November zur Kundgebung in Penig vor 20.000 Menschen. Auch wenn die Polizei nicht da ist. Ich gebe kurz bekannt, wie wir uns zu verhalten haben, der Ordnung halber. Keine Glasflaschen, keine Drogen, kein Alkohol und keine Vierbeiner, das Übliche. Ja, liebe Freunde der Vernunft, liebe Freunde der Wahrheit und des Friedens. Es war jetzt lange ruhig geworden in Penig seit Juli. Aber es sind einfach so viele neue Dinge dazugekommen in den letzten Wochen, dass ich sagen musste, ich muss jetzt mal wieder hier mich äußern. Es sind ein paar Sachen neu dazugekommen in dem Schachspiel der Globalisten, wo ich einfach mal meine Meinung kundgeben möchte. Wir stehen jetzt hier im Jahre 3 der völligen Umstrukturierung der Welt. Wir haben Corona durchlebt und durchschaut und vor den Maßnahmen gewarnt und uns dagegen gewehrt. Viele unserer Warnungen haben sich jetzt im Nachhinein als richtig erwiesen. Wir haben den sogenannten menschengemachten Klimawandel genauso durchschaut und wehren uns auch hier mit aller Macht gegen die bereits laufenden Maßnahmen, welche alle auf der gleichen irrsinnigen Tatsache fußen, dass einzig und allein das vom Menschen gemachte CO2 das Klima aufheizt und wir dadurch alle dem Untergang geweiht sind. Was steckt dahinter? Eine riesige Geldumverteilungsmasche, die uns um unseren Lohn der harten Arbeit bringt und totalitäre Kontrollmaßnahmen für uns vorsieht. Es geht dann noch weiter. Die hochgepriesene Digitalisierung schreitet ebenfalls unbehelligt im Hintergrund voran. Zu dem Thema haben wir dann auch noch einen Gastredner hier aus dem Erzgebirge, der hier noch ein paar Sachen hinzufügen möchte. Ihr wisst es alle, das digitale Geld, die Fingerabdrücke, die Gesichtserkennung, die Vernetzung aller Bereiche inklusive Gesundheit wird uns aus Bequemlichkeit und als Notwendigkeit der Sicherheit untergeschoben. Einmal umgesetzt, werden wir uns nicht mehr wehren können, da sofort die digitale Abschaltung und damit die Zerstörung des eigenen Lebens per Knopfdruck droht. Wie gesagt, dazu gibt es dann im Nachgang noch etwas mehr Detail. Ja, warum jetzt heute hier die Kundgebung? Das ist mein nächster Punkt. Denn alle diese Maßnahmen, die schon laufen, reichen den Globalisten nicht. Die Parasiten im Hintergrund, die diese Maßnahmen alle schon umsetzen, fahren jetzt die nächste Eskalationsstufe massiv hoch. Ich rede vom Flächenbrand im Nahen Osten und frage euch, denkt hier einmal intensiv darüber nach, welche Menschen haben ein Interesse, mit dem eigenen Nachbarn einen Krieg vom Zaun zu brechen, bei dem das eigene Leben, das der Kinder, Frauen, Eltern und Großeltern ausgelöscht werden könnte. Fragen wir uns, wie in der Vergangenheit immer wieder die großen Kriege vom Zaun gebrochen wurden. Pearl Harbor, der Angriff der Japaner auf die US-Flotte in Hawaii, mit deren Vernichtung. Wie sich später herausstellte, wusste die USA vom bevorstehenden Angriff, tauschte die moderne Kriegsflotte gegen alte Kähne aus und sah der Ermordung tausender eigener Soldaten bewusst und willentlich zu. Einzig und allein aus dem Grund, einen Kriegseintrittsgrund für den Zweiten Weltkrieg zu generieren und damit die eigene Bevölkerung hinter sich zu vereinen. Eine Bevölkerung, die vorher gegen den Kriegseintritt war. Vietnam, die Bucht von Tonkin. Auch wieder ein behaupteter Angriff der Vietnamesen
auf ein amerikanisches Schiff. Durch mediale Aufheizung der Bevölkerung zum Eingreifen der USA in, oder zum Start der USA in diesen Krieg. Ich zitiere dazu Wikipedia. Ob die behaupteten Angriffe tatsächlich stattgefunden haben, war ab den 1960er Jahren umstritten. Seit den 1980er Jahren ist erwiesen, dass am 4. August 1964 kein Torpedoangriff auf die US-Kriegsschiffe erfolgt ist. Die Pentagon-Papiere erschienen 1971 und die Memoiren von Robert McNamara belegen, dass die US-Regierung die Vorfälle durch bewusste Falschdarstellung zur Durchsetzung ihres seit 1963 geplanten direkten Kriegseintrittes benutzte. Damit natürlich nicht genug, es geht noch weiter. Der erste Irakkrieg 1990, die Brutkastenlüge. Ich zitiere auch hier wieder Wikipedia. Als Brutkastenlüge wurde die über längere Zeit als Tatsache verbreitete Lüge bezeichnet, dass irakische Soldaten bei der Invasion Kuwaits im August 1990, dem Beginn des Zweiten Golfkriegs, kuwaitische Frühgeborene getötet hätten, indem sie diese aus ihren Brutkästen gerissen und auf dem Boden hätten sterben lassen. Diese Behauptung wurde 1990 von Nayira As-Sabah im Kongress der Vereinigten Moment, die Klammer stört. Hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Im Kongress der Vereinigten Staaten kolportierte. Sie hatte Einfluss auf die öffentliche Debatte über die Notwendigkeit eines militärischen Eingreifens zugunsten Kuwaits und wurde unter anderem vom damaligen US-Präsidenten George W. Bush und von Menschenrechtsorganisationen vielfach zitiert. Erst nach der US-geführten militärischen Intervention zur Befreiung Kuwaits stellte sich die Geschichte als Erfindung der amerikanischen PR-Agentur Hill und Knowlton heraus. Diese war von der im Exil befindlichen kuwaitischen Regierung bezahlt worden, um eine Rückeroberung Kuwaits mittels Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen. Es geht weiter, diesmal Europa, Jugoslawienkrieg. Behauptung von Joschka Fischer, einem Grünen, und Rudolf Scharping, dass im Kosovo eine ethnische Säuberung stattfinden und eigens dafür sogar Konzentrationslager erbaut würden. Zitat Fischer, damals beim Sonderparteitag in Bielefeld. Nie wieder Auschwitz. Zitat Ende. Die mediale, völlig unhinterfragte Verbreitung dieser Aussage rechtfertigte damals diesen Angriffskrieg und wurde von der Bevölkerung geduldet. Es ist und bleibt eine NATO-Bombardierung ohne UN-Mandat, völkerrechtswidrig. Selbst Schröder, damals ja unser Bundeskanzler, hat dies mittlerweile eingestanden. Auch hier eine Lüge. Der 11. September, 19 angebliche Terroristen flogen zwei Flugzeuge in die Twin Towers. Wir kennen die Geschichte alle. Ein drittes ging in das Pentagon und ein weiteres stürzte in Pennsylvania auf einem Feld ab. Es wurden dort Flugkunststücke vorgeführt von Piloten, die noch nicht einmal eine einmotorische Cessna hätten steuern können. Die haben dort meisterhaft die Flugzeuge in die Türme geflogen und dort angeblich diese Einstürze verursacht. Insgesamt drei Hochhäuser stürzten dann im freien Fall in sich zusammen und 3000 unschuldige Menschen starben. Zufällig natürlich auch wurden dort Beweismittel für Steuerbetrüge in Milliardenhöhe vernichtet. Ungenehmigte Ausgaben des Pentagons, ebenfalls in Milliardenhöhe, wurden dort einfach mit vernichtet. Die Twin Towers waren kurz vorher, ein paar Wochen oder Monate, erst verkauft worden, hochversichert und mit Milliarden Schadensersatz Rückzahlung an den neuen Besitzer vergütet. Ja,
Gleichzeitig wurde das Attentat wieder genutzt, um in Afghanistan einzuwandern. Ein Land, das mit dem Anschlag nichts zu tun hatte. Wieder getragen von einer völlig unreflektierten Berichterstattung in den Medien. Die Ereignisse sind bis heute nicht aufgeklärt. Die Beweismittel, die eingestürzten Türme, wurden umgehend ab dem 12.09. in einem Eiltempo dort rausgebaggert, in Container gesteckt, nach China zur Verschrottung geschickt. Dann als nächstes die Massenvernichtungswaffen im Irak. Im Februar 2003, ich glaube die meisten können sich auch an diese Propagandashow erinnern, verkündet der damalige US-Außenminister stolz den Beweis von Massenvernichtungswaffen im Irak. Na, wer kennt diese Rede nicht mal mit dieser kleinen Flasche und dieser weißen Substanz? Ich weiß nicht, ob er da Mehl reingekippt hat oder Kokain oder irgendwas. Und wieder treten die USA mit einer Lüge einen Krieg vom Zaun. Basierend allein auf dieser kleinen Flasche. Diese Rede hat sich im Nachgang, wie gesagt, als Lüge entpuppt. Massenvernichtungswaffen wurden nie gefunden. Und selbst der Außenminister Paul hat am Ende eingestehen müssen, dass diese Rede ein Schandfleck in seiner Karriere ist. Die Kollateralschäden sind bekannt. Ein völlig zerstörtes Land. Und nach Schätzungen 500 bis 1 Million zivile Opfer. Opfer, die die Globalisten gern bereit waren zu bringen. Ja, Libyen, Syrien, die Ukraine, die Liste ließe sich lang weiterführen. Es ist eine Geschichte gefüllt mit Lügen, die alle in großen Kriegen endeten. Lügen, aufgebaut und erfunden von Parasiten, die sich am Krieg bereichern und ihre Macht ausbauen. Zum Leidwesen der Menschen, welche im Krieg verheizt und wissentlich geopfert werden. Die zivile Bevölkerung vor Ort, aber auch die Soldaten des angegriffenen Landes, die gesandten Soldaten der Angreifer, die mit dem Kriegsgebiet null Verbindung haben. All das sind die Opfer im Krieg. Lügen, die sich nur deshalb ausbreiten können, weil die Medien willig und ohne Reflexion eben diese Lügen mantraartig auf allen Kanälen und in allen Ebenen wiederholen und freitragen. Und heute stehen wir hier an der nächsten Weggabelung der Weltgeschichte. Am 7. Oktober gab es einen verachtenswerten Angriff einer kleinen Terroristengruppe, die ein Festival auf israelischem Territorium brutal angriff und dabei viele Festivalbesucher ermordete und den Rest als Geisel nahm. Seitdem herrscht Krieg zwischen Israel und Palästina. Und es deutet sich eine Ausweitung auf den gesamten arabischen Raum an. Dieser Angriff ist natürlich völlig verachtenswert, widerwärtig und entspricht in keinster Weise irgendeinem, hat nichts mit Menschlichkeit zu tun. Ich verachte diesen Angriff auf das Äußerste. Aber, wie gesagt, auch hier spielen unsere Medien wieder massiv auf der kriegstreiberischen Seite. Unsere Regierung schwört die ewige Treue und uneingeschränkte Solidarität auf Israel aufgrund unserer historischen Verantwortung, wie das immer so schön heißt. Und keiner hinterfragt diesen eigentlichen, unmöglichen Angriff der Hamas. Ein Angriff, der schon am 8.10., also nur einen Tag später, von der CNBC als das israelische 9-11, also der israelische 11. September. Und wenige Tage später von anderen großen Medien, wie zum Beispiel dem Boston Globe, als das israelische Pearl Harbor betitelt wurden.
Und wie wir gerade gehört haben, ja, sind das ja zwei äußerst zweifelhafte geschichtliche Vorgänge. Und so stellt sich auch hier die berechtigte Frage, wie eine Truppe der Hamas unbemerkt die sicherste Grenze der Welt passieren konnte, ohne dass die Alarmglocken schrillten. Wieso wurden die Warnungen des ägyptischen Geheimdienstes 3 Tage vor dem Anschlag komplett ignoriert? Wie konnte sich die Hamas 2 Jahre lang auf diesen Anschlag unbemerkt vorbereiten? Der Mossad hat hier völlig geschlafen. Angebliche Gräueltaten mit eingesperrten israelischen Babys in Vogelkäfigen, Enthauptungen von Geiseln durch die Hamas, die durch die Medien geisterten im Nachgang des 7. Oktober, erinnern dort auch wieder sehr stark an diese Brutkastenlüge und haben sich auch zum Teil im Nachgang schon wieder als absolutes Lügengebilde herauskristallisiert. Aber die Frage bleibt doch, wem dient diese Anstachelung und weitere Aufheizung in solchen bereits extrem schwierigen Zeiten? Wie gesagt, ich verurteile die stattgefundenen Anschläge zutiefst. Es waren barbarische Akte von Hass und Hetze völlig zerstörter Seelen, aufgehetzter Menschen. Israels Antwort kam, wie zu erwarten, knallhart. Seitdem werden die 2 Millionen Zivilisten im Gazastreifen, Kinder, Alte, Frauen, tagtäglich bei Angriffen der israelischen Armee ins Kreuzfeuer genommen. Menschen, die nur ihr Leben leben wollen, die nicht am Hamas-Angriff beteiligt waren. Tausende Tote sind bereits zu beklagen. Über 3.500 Kinder allein verloren bereits ihr Leben. Israelische Soldaten sterben genauso und hinterlassen zerstörte Familien und Trauer. Wie soll hier mit dieser Vorgehensweise jemals Frieden und Miteinander in dieser Region entstehen können? Richtig. Die UN hat sich um eine Waffenruhe, um einen Waffenstillstand bemüht, um Zeit für Verhandlungen zu gewinnen und um die Zivilbevölkerung zu schützen. Bemühungen, die am Veto der USA und Israels selbst scheiterten. Ich zitiere den Ministerpräsidenten von Israel, Benjamin Netanyahu, aus dem israelischen Fernsehen von vor ein paar Tagen. Genauso wenig wie die USA einem Waffenstillstand nach Pearl Harbor oder dem 9. September zugestimmt hätten, genauso wenig wird Israel einem Waffenstillstand mit der Hamas nach dem fürchterlichen Angriff des 7. Oktober zustimmen. Die Bibel sagt, es gibt eine Zeit des Friedens und es gibt eine Zeit für Krieg. Dies ist eine Zeit für Krieg. Zitat Ende. Wie kann ein Mensch, der zum Wohle seines Volkes regiert, so eine Aussage treffen? Die NATO baut parallel zu dem ganzen Geschehen vor Ort zusammen mit den USA einen großen Kampfverband im Mittelmeer auf. Einen Verband, den es für einen Krieg mit Gaza und den 2 Millionen Zivilisten so überhaupt nicht bräuchte. Es ist ein Verband stark genug, sich auch mit den Nachbarländern Palästinas und Israels anzulegen und um damit auch den lang herbeigesehnten Krieg gegen den Iran, ein Land, das bereits seit 80 Jahren von den USA und deren Geheimdiensten zerstört und manipuliert wurde und von Sanktionen stark gebeutelt ist. Ja, um einen Krieg mit dem Iran endlich starten zu können, das wäre dann das letzte von 7 Ländern, die auf der Agenda der Amerikaner seit dem 11. September stehen, das letzte Land, was es noch in einen großen Krieg zu verwickeln gilt.
Freunde, Verteidiger des Friedens, die wir heute hier stehen und die vielleicht im Internet mitlauschen. Merkt ihr, wer hier unser Feind ist? Es sind nicht die Palästinenser, es sind auch nicht die Israelis, die Ukrainer, die Russen oder die Amerikaner. Wir alle sind Menschen, verblendet, manipuliert und hinter das Licht geführt von Medien, einem einseitigen, manipulativen Bildungssystem und unseren Politikmarionetten. Unsere Feinde sind einzig und allein die Parasiten im Hintergrund und deren Handlanger, eben diese Politiker und Medien, die deren Agenda umsetzen, gewissenlos, mit Lug und Trug, um ihre Interessen zu wahren und ihre Macht auszubauen, zum Leidwesen aller Menschen, die nur friedliebend ihr Leben in Gemeinschaft mit Kindern, Eltern und Nachbarn leben wollen. Allein können wir dieser parasitären Macht nichts entgegenstellen. Aber gemeinsam haben wir es in der Hand, dass wir zu Corona-Zeiten, dass wir auch beim Thema Klimawandel und jetzt auch noch viel wichtiger beim Thema Frieden. Lassen wir uns nicht spalten in Gut und Böse, rechts und links, in Hetero und Homo, in Geimpft und Ungeimpft. Und lassen wir uns nicht aufeinanderhetzen. Erkennen wir endlich unseren wahren gemeinsamen Feind und schließen wir uns stattdessen zusammen. Widersetzen wir uns den Befehlen und entziehen wir ihnen damit ihre Macht, damit wir Menschen endlich in Ruhe gelassen werden und unser Leben so leben können, wie wir es wollen, in Frieden und einem achtvollen Miteinander, Hand in Hand. Ich danke euch. Das hatte ich auf dem Herzen und das wollte ich hier einfach mal loswerden. Ja. Danke. Ja, und jetzt übergebe ich das Mikro an unseren Gastredner von der Bürgerinitiative Zukunft Herzgebirge zum Thema Digitalisierung. Endlich wird es bequem und einfach für uns. Danke, lieber Alex. Ich muss mal die Brille aufsetzen, gib mir mal die Klammer. Jo, das Erzgebirge grüßt Penich, liebe lebende Weiber und Männer, liebe Landsleute. Schön, dass ich heute hier sprechen darf auf Einladung vom Alex. Geht's euch auch so? Was regt denn euch am meisten auf hier? Das ist eine lange Liste. Ja, eine sehr lange Liste. Regt euch die Regierung am meisten auf? Oder Kretschmer oder wer? Köpping oder wer regt euch am meisten auf? Genau. Ja, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Persönlich geht mir es auch so. Die regen mich am allermeisten auf. Du kannst alles mit diesen Leuten machen. Du erreichst die nicht mehr. Du kannst denen wieder Masken aufsetzen. Du kannst die wieder testen. Du kannst die wieder einsperren. Du kannst denen vielleicht sogar Oma und Opa wegnehmen und sagen, die sind nutzlos, die müssen wir irgendwie abschieben. Du kannst alles mit diesen Leuten machen. Aber wisst ihr, was du mit diesen Leuten nicht machen kannst? Ein was gibt's, was du nicht mit diesen Leuten machen kannst. Das Ding wegnehmen. Das. Das Handy, ja. Und genau das, liebe Freunde, das ist unser Hauptfeind. Das Ding. Und ich sage euch, ich möchte meine Rede kurz halten, aber ich möchte euch für ein Thema sensibilisieren. Das ist die Digitalisierung. Ich habe mich in den letzten Monaten viel
damit beschäftigt. Und ich kann euch sagen, auf uns rollt eine Riesengefahr zu. Wir haben das alle noch nicht erkannt. Ich habe selber in meinem Bekanntenkreis viele Leute, die in der IT-Branche arbeiten. Sie verneinen das alles und lachen mich immer aus, wenn ich sage, hier rollt eine Lawine auf uns zu, wir können das nicht kontrollieren. In den letzten 20 Jahren haben eben diese Eliten, dieser gemeinsame Feind, was der Alex gerade gesagt hat, gemerkt, welche Macht sie haben können mit dieser Digitalisierung. Ich fange mal bloß mit QR-Codes an. Wisst ihr, für was diese QR-Codes entwickelt wurden? Ganz einfach, um zu kategorisieren, um irgendwas in eine bestimmte Schublade zu stecken. Das heißt, bist du da, bist du gut, bist du da, bist du schlecht. Und wir haben es doch gemerkt, diese Testzentren, die während Coronas aufgemacht wurden. Ja? Neuseeland, Australien waren alles Testzentren. Und das größte Testzentrum war China. In China wurden Dinge abgewickelt und werden jetzt noch abgewickelt, die haaresträubend sind. Das heißt, man muss sein Gesicht, seine Iris scannen, man muss seine Gesichtsscannung komplett und dann kannst du von einem Sektor in den anderen. Und genau das ist das, was diese Eliten vorhaben. Sie wollen über uns alle die totale Kontrolle. Es ging um nichts anderes wie totale Kontrolle. Und ihr werdet sehen, es geht immer weiter mit dieser Digitalisierung. Von Jahr zu Jahr wird diese ganze Entwicklung immer schlimmer. Und alles, was jetzt noch dazukommt, sollten die, die hier stehen, eigentlich erkannt haben, dass das jetzt abgelehnt wird. Jede weitere App auf dem Handy, jede weitere Sache, die ihr euch raufzieht, ist wieder ein Schritt nach vorn, um diesen Eliten Vorschub für ihre Kontrolle zu geben. Ich möchte euch bitte an Sachen erinnern, die jetzt praktisch mit den neuen Autos gemacht werden. Ja? Wer sich ein neues Auto kauft, ist schon der totalen Kontrolle unterworfen. Also ich saß zuletzt in so ein Ding drin. Man kann da eigentlich nichts mehr machen, ohne eine komplette Totalüberwachung zu haben. Es ist alles ganz, ganz schlimm. Ich möchte aber auch noch mal ganz kurz die Digitalisierung in Verbindung mit der Impfung bringen. Ja? Auch mit 5G. Diese 5G-Masten, die jetzt überall in Deutschland errichtet werden, die werden jetzt ja auch versteckt überall. In die Straßenlaternen, überall werden diese Dinger versteckt. Ich kann euch sagen, das birgt Gefahren in Verbindung mit der Impfung, mit Graphenoxid, das ist haaresträubend. Es ist noch nichts, aber auch gar nichts von keiner Seite bewiesen, dass wir da Unrecht haben. Sie können uns steuern, sie können sonst was machen, sie können... 5G ist auch eine Waffe, darauf möchte ich heute nicht eingehen, aber das... Auch das muss in den Kommunalparlamenten und so weiter dringend angesprochen werden, dass 5G bitte schön wieder abzubauen ist. Die ganzen Bürgermeister, die schwimmen alle auf dieser Welle mit diesen 5G-Installationen. Tut bitte an der Basis da dringend entgegenwirken, dass diese Dinger eben nicht in Betrieb gehen bzw. gar nicht erst aufgebaut werden. Jetzt muss ich mal meine Brille kurz aufsetzen. Ja, Digitalisierung, ChatGPT-4. Ihr alle habt mit Sicherheit Telegram auf dem Handy. Und was derzeit auch von beiden Seiten für ein Schindluder mit dieser KI betrieben wird, ist haaresträubend. Man weiß ja gar nicht mehr, was ist echt und was ist falsch.
Ich bin vorige Woche wieder auf ein ganz knüppeldickes Ding reingefallen, was mit ChatGPT-4 gemacht ist. Man denkt gar nicht, man kann Leuten Zeug in den Mund legen. Ja, es ist alles ganz schlimm, was die nie gesagt haben. Und man kann diesen Menschen dann komplett kaputt spielen damit. Na? Und auch das bitte mit ChatGPT-4. Da können ganze Regierungen jetzt gestürzt werden. Ne? Also auch der Geheimdienst hat erkannt, was mit ChatGPT-4 alles gemacht werden kann und was da für Schindluder getrieben wird. Ne? Dann habt ihr ja alle schon diese schönen Videos gesehen mit diesen Robotern. Ne? Das ist nicht alles... Das ist nicht alles ganz Blödsinn, was da gezeigt wird, sondern ich habe das auch zu verschiedenen Demos zur Constellis AG gesagt, zu unseren lieben schwarzen Mitbürgern. Das betrifft die genauso. Die werden irgendwann ersetzt werden durch diese Dinger, ne? Wenn die Sektoren eingeteilt sind. Das ist zwar alles noch Zukunftsmusik, aber Polizei kann durch Roboter ersetzt werden. Das wird in Amerika... in New Mexico und in Texas bereits geprobt. Ja? So wie die Polizei zuletzt in Chemnitz hier geprobt hat, wie sie unschuldige Demonstranten wieder rausziehen können. Ja? So proben die dort mit Robotern praktisch schon die Polizei zu ersetzen. So weit sind wir. Ja? Das ist keine Spinnerei. Ja, dann... Die digitale ID-Zuweisung, die weltweite digitale ID-Zuweisung, also jeder Mensch soll praktisch eine einzige ID bekommen. Ja? Und mit dieser einzigen ID kann jeder Mensch identifiziert werden, jeder Mensch kann abgeschalten werden, ne? Je nachdem, wo er sich dann später fortbewegt. Es ist alles ein Plan und dieser Plan läuft immer fort, ein Schritt nach dem anderen. Und wir müssen, und der Gegner ist immer 10 Schritte voraus. Glaubt mir, die Digitalisierung ist unser wirklich allergrößtes Problem. Wir sollten dazu kommen, alles abzulehnen, was weitere Digitalisierung betrifft. Natürlich ist Digitalisierung auch gibt es auch nützliche Bereiche der Digitalisierung, das bestreitet ja keiner. Ja? Aber irgendwann muss das Ganze ein Ende haben, ansonsten werden wir mit Sicherheit oder unsere Kinder und Enkel ein ganz, ganz schlimmes Ende finden in der Totalüberwachung. Und dafür werde ich kämpfen, dass das nicht passiert, weil ich will nicht, dass meine Enkel in Sektoren rumrennen müssen und nur mit einem QR-Code von A nach B kommen und in der Totalüberwachung ausgesetzt sind. Oder wollt ihr das? Nein, auf genau. Keinen Fall. Und das wollte ich euch eigentlich mitteilen heute, liebe Freunde. Und ja, das war's auch schon. Ich habe mich natürlich mit ganz speziellen Themen der Digitalisierung beschäftigt. Wer da Interesse hat, kann ganz mal auf mich zukommen. Es gibt auch demnächst eine Telegram-Gruppe, die das erweitert, die praktisch sich nur mit diesen Themen Digitalisierung beschäftigt. Was soll abgelehnt werden? Oder was kann man tolerieren? Und wer da Interesse hat, kann gerne mal auf mich zukommen. Und den kann ich dann auch mit in die Telegram-Gruppe aufnehmen. Vielen Dank, dass ich heute hier sprechen durfte. Und Alex, an dich nochmal großes Lob, dass du hier auch die Kundgebung weiterführst. Und ich hoffe mal, Penis sehen wir irgendwann mal wieder jetzt auf dem Bildschirm. Übrigens vielen Dank auch an den Patrioten-Kanal. Danke, Jan. Ja, danke, lieber Jan. Penis bleibt natürlich auf der Karte, auch wenn es zwischendrin mal ein bisschen ruhiger wird. Aber wir sind ja im Hintergrund trotzdem dabei, auch wieder neue Sachen aufzubauen und nach vorn zu schauen. Ich überlasse das mal Penis, wie hier weitergemacht werden soll mit Kundgebung und Spaziergang. Ich bin für alles offen. Das wisst ihr ja. Und so ein schöner Spaziergang Sonntagabend tut ja auch immer ganz, ganz gut. Ich habe jetzt noch eine Kleinigkeit, die ich noch loswerden möchte. Und zwar eine kleine Anmerkung, sage ich mal, am Rande
zu dem Thema Regierung nochmal. Es macht mich ein bisschen traurig, immer wieder Kommentare zu hören, auch in den Kanälen, was dann mit Aufforderung zum Teilen immer wieder hinterlegt ist, Kommentare zu hören von Rednern auch auf Großdemos des Widerstands, die dann dort stehen und behaupten, wir hätten die dümmste Regierung der Welt. Diese Aussage ist in meinen Augen schlicht und einfach falsch und irreführend. Sie unterstellen nämlich Pannen und Fehler aufgrund von fehlendem Wissen. Und das führt am Ende zu dem Schluss, dass für das, was hier vor sich geht, am Ende ja keiner verantwortlich ist, weil es war ja eine Unfähigkeit und ja, es passiert halt mal. Genau, das soll erreicht werden. Ich sage, und das sage ich schon lange, wir haben die cleverste, beste und effizienteste Regierung, die wir je hatten und die man sich als Elite für Geld kaufen kann. Jawohl, richtig. Ja. Welche andere Regierung hat es geschafft, eine weltweit führende Wirtschaftsnation innerhalb zweier Jahre auf den letzten Platz des weltweiten Wirtschaftswachstums zu stürzen? Die Deutsche. Unsere jetzige Regierung hat das Tempo des merkelschen absichtlichen Niedergangs nochmals deutlich erhöht. Wer glaubt denn allen Ernstes, dass in einer Regierung, die für das Wohl der Bevölkerung im Einsatz wäre, die Entscheidungen der letzten drei Jahre, aber langfristig eigentlich der letzten 30 Jahre, so getroffen worden wären, wie sie getroffen worden sind, ja, nämlich immer zum Nachteil der Bürger, die nunmehr nur noch das sind, Bürgen für den Staat, der sein Steuergeld massiv umverteilt an Banken und Großkonzerne, verschenkt in alle Welt und nichts oder nur das absolute Minimum und das Notwendigste für sein eigenes Land investiert. Und das wohl auch nur, um einem Aufstand entgegenzukommen, um einen Aufstand zu vermeiden. Das einstige Vorzeigeland Deutschland hat mittlerweile den niedrigsten Anteil an privaten Wohnungs- bzw. Hausbesitz. Wir haben gleichzeitig das höchste Renteneintrittsalter. Und da sind wir noch lange nicht am Ende der Leiter angekommen. Ne? Wir haben fast das niedrigste Rentenniveau. Und auch dort ist noch viel Luft nach unten. Das kommt alles noch. Im Vergleich mit anderen westlichen Ländern. Wir haben den höchsten Steueranteil. Uns wird das Geld an allen Ecken und Enden aus unseren Taschen gezogen. Wir werden bestohlen und damit um unser Lohn und unsere Lebenszeit beraubt. Richtig. Der Staat wird dabei immer übergriffiger, schränkt immer mehr ein, regelt bis in alle kleinsten Bereiche, die ihn längst nichts mehr angehen. Er fordert mittlerweile schon zur Denunzierung untereinander auf. Er richtet über Menschen, die sich wehren, mit aller Härte und lässt diejenigen, die auf Linie sind, entkommen, auch wenn deren Straftaten noch so offensichtlich sind. Ja. Ist das ein Rechtsstaat? Nein, ist nicht. Ich frage euch, wie lange lassen wir uns das noch gefallen und nehmen es so hin und schauen dem Niedergang mit offenen Augen zu? Welches Land wollen wir unseren Kindern übergeben? Und wie wollen wir uns vor ihnen dann rechtfertigen? Glaubt denn noch jemand, dass wir hier mit unserem jetzigen Parteiensystem noch irgendetwas ändern könnten? Wir geben unsere Stimmen alle vier Jahre in eine Urne. Anhand von Wahlversprechen wählen wir aus. Worte, die genau das sind. Es sind Versprecher. Und sie sagen, ich mach's dann noch ein bisschen lauter. Und sie sagen es ja selbst. Versprechen vor der Wahl müssen nicht umgesetzt werden. Dann heißt es für uns wieder, vier Jahre warten. Und dann wiederholt sich die ganze Scheiße von vorn.
Solange wir von korrupten, machtgierigen und unmoralischen Menschen regiert werden, wird sich daran nichts ändern. Egal, ob wir BSW, AfD, SPD, CDU, Grüne und so weiter und so fort wählen. Es ist am Ende alles der gleiche Sumpf. Denn, Zitat, und jetzt für die am Fenster, die zuhören, nochmal lauter, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden. Zitat Horst Seehofer. Seehofer, genau. Ist das Demokratie, wie sie uns in der Schule beigebracht wurde? Nein. Oder sind wir hier einer riesigen Lüge aufgesessen? Wir brauchen endlich wieder ehrliche Menschen in der Politik, die mit Moral und Herz dem Wohle der Menschen dienen und nicht in die eigene Tasche und in die Tasche der Lobbywirtschaften und Großkonzerne und Banken belohnen. Wir brauchen Verantwortlichkeit, Haftbarkeit und Abwählbarkeit. Es ist ein weiter Weg bis dahin. Aber 2024 stehen bei uns die Kommunalwahlen an. Wir sollten die Chance nutzen. Entscheiden wir uns für Menschen, die für uns und mit uns Politik machen. Wer Interesse hierzu hat, kommt bitte auf mich zu. Wir können hier mit Empfehlungen zur Seite stehen, wie wir hier vorgehen können. Und ich habe auch eine Bitte an euch. Es wird im Kreistag einen neuen Kandidaten geben, den ich gerne unterstützen möchte. Dafür habe ich Formulare hier liegen, denn die unabhängigen Kandidaten brauchen alle Unterstützungsunterschriften, sonst wären sie nicht zugelassen. Kommt bitte auf mich zu, unterschreibt bitte mit, dass wir es möglich machen, diesen Kandidaten auch hier aufstellen zu dürfen. Ich weiß, auf kommunaler Ebene kann man hier am Anfang nicht viel reisen, aber es ist wichtig, sich daran zu beteiligen. Wir müssen den Sand ins Getriebe streuen. Wir müssen mit gutem Vorbild vorangehen. Nur dann und nur von unten können wir Stück für Stück das Ganze hier zu einem Besseren wenden. Für uns und unsere Kinder, damit wir hier aufrichtig unser Land als funktionierende Demokratie an unsere Kinder später mal übergeben können. Danke. Jawohl. Ja, jetzt haben wir noch offenes Mikro. Wer gerne auch noch was sagen möchte, kann noch ein anderes Thema sein. Bitte, auf geht's. Danke. Also eine kleine Anmerkung zu deiner Aussage. Erstens mal sind wir die Bundesrepublik Deutschland. Wir sind kein Staat. Wir waren als DDR ein Staat, ein anerkannter Staat. Punkt Nummer eins. Und dann bei allem, was du gesagt hast, sind wir voll dabei. Die meisten von uns sind auch informiert. Die Frage, die sich stellt, ist, wie wollen wir Zukunft gestalten? Und sind wir bereit, auf bestimmte Dinge, die uns die Marktwirtschaft gebracht hat, auch wieder zu verzichten, um zu leben? Und du hast vorhin angesprochen, Jan, Handy. Brauchen wir alle ein Handy? Hat nicht jeder in der Schublade irgendwo noch ein altes Handy, wo wir kein WhatsApp hatten, oder die Karten gibt es immer noch im Ausland zu kaufen? Also können wir uns auch so wieder vernetzen und wieder miteinander reden. Also einfach mal drüber nachdenken. Synergien bilden, dass wir uns untereinander unterstützen. Also wir selber sind aus Zwenkau heute hier. Ich glaube, es waren Chemnitzer da. Ich weiß gar nicht, ist überhaupt jemand aus Penisch selber da? Sehr schön. Sehr schön. Also ich finde es ein sehr schöner Ort. Ich war noch nicht hier. Alles gut. Sehr schön und traurig, dass die Penischer so wenig den Mut haben, Gesicht zu zeigen, obwohl wir jetzt eigentlich die dunkle Jahreszeit haben. Also raus auf die Straßen. Und worauf ich noch kommen möchte, ist, um die Digitalisierung durchzusetzen, plant die Regierung, und das ist Plan, dass wir in einen Bürgerkrieg verfallen. Seht euch Hamburg an, seht euch Berlin an, und genau das ist gewollt. Also die Gruppen werden, wenn ihr zur Demo geht, achtet darauf, wenn irgendwo Leute sich untermischen, die dort irgendwo Krawalle an, dann geht zur Seite und geht.
Deswegen gehen auch viele, die eigentlich informiert sind, gar nicht mehr auf die Straße, sondern informieren sich im Hintergrund und arbeiten auch wieder im Untergrund. Einen schönen Abend. Danke. Vielen, vielen Dank. Hat noch jemand Lust, ein paar Worte zu sagen, noch was auf dem Herzen? Nochmal ins Erzgebirge. Die Heike hat mir aus dem Herzen gesprochen gerade. Ja, das System ist das Problem. Ja, nicht unsere Regierung oder sonst was, das System. Und ich glaube, ihr habt alle, wie ihr hier steht, die rote Pille genommen, ne? Ist klar. Und die rote Pille bedeutet, das Beste, was du dem System entgegenbringen kannst, ist einfach Nein. Zu allen, was sie euch vorlegen. Nein. Mache ich nicht mit. Interessiert mich nicht, was ihr mir vorlegt. Richtig. Ja? Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Solange die das so mit uns handhaben, müssen wir das im Umkehrschluss auch so machen. Nein. Na? Und das ist das Allerbeste, muss ich immer wieder sagen, das geht noch vor Demo. Ja? Demo ist wichtig. Also, na? Versteht mich nicht falsch. Wir stehen ja alle hier, weil wir das als wichtig erachten. Aber noch wichtiger ist Nein. Na? Danke. Das wollte ich noch anfügen. Genau so sieht's aus. Vielen Dank. Ja, wenn dann keiner mehr ans Mikro treten möchte, mache ich noch ein bisschen Musik hier, dann können wir uns noch ein bisschen lose unterhalten. Ich danke für euer Kommen. Es war mir wieder eine Ehre, heute hier in Penisch auf dem Marktplatz stehen zu dürfen. Es wird weitergehen. Wir müssen mal schauen, in welchem Format. Aber auf alle Fälle sehen wir uns demnächst hier wieder. Und ich hoffe dann, ohne den Wind. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Mit Schnee. Ich wünsche euch allen, vor allem den weiter angereisten, einen guten Nachhauseweg und sage gute Woche. Kommt bitte nochmal mit ans Auto ran hier für Unterschriften. Es sind noch ein paar Flyer, die ich euch bitte mitzunehmen, zu verteilen. Ich habe auch für jeden noch einen 20-Euro-Schein hier liegen. Nehmt den bitte mit. Die werden heute verschenkt. Das ist bei uns ist das anerkanntes Zahlungsmittel. Danke, Penisch, bis zum nächsten Mal. Also, danke, Penisch. So, Leute, noch ein bisschen geredet und mich ein bisschen unterhalten. Und mit den Bildern möchte ich mich verabschieden. Macht's schön gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend und morgen einen super Start in die neue Woche. Man hört und sieht sich auf der Straße, haltet zusammen und tschüss.